Hallo und willkommen, ich bin MK3 und wie ihr seht, es ist natürlich nochmal Zeit für Azulain. Und wie ihr auch seht, wir haben mal wieder eine neue Collaboration am Start. Yeah! Auf geht's! Aber zu Beginn werfe erstmal einen Blick auf die Patch-Details. Und keine Panik, ich werde auch darauf eingehen, was letzte Woche rausgekommen ist, was ich tatsächlich wahrscheinlich mit zwei Sätzen abhandeln kann. Deswegen habe ich mir das letzte Mal geschenkt. Und es gab ein großes Update für ein gewisses anderes Spiel. Davon völlig abgesehen, gucken wir uns an, was es heute gibt. Nämlich The Idolmaster als Collaboration. Ich persönlich wollte gerade sagen, ich finde das nicht okay. Auf der anderen Seite, ich sag mal ein bisschen wie, ich kenne The Idolmaster überhaupt nicht. Ich weiß, was es ist, aber ich habe da mich nie mit auseinandergesetzt. Deswegen Schulterzuck in dem Zusammenhang. Gehe ein bisschen runter, nämlich was jetzt wirklich gekommen ist. Das Event, was ich eh gleich noch erklären werde, deswegen überspringen wir das Ganze hier. Natürlich haben wir auch noch einen neuen Challenge-Mode hier. Wunderbar, möchte ich mal gerade sagen. Und wir können Skins wieder ausleihen. Gut. Diverse neue Schiffe, wie es anders nicht sein konnte, ne? Von Idolmaster eben. Wie gesagt, Problem ist, die ganzen Namen sagen überhaupt nichts. Ich meine, bei den Kriegsschiffen, so hier und dort, sagte ich, hey, das habe ich schon mal gehört. Und hier sage ich jetzt ein bisschen wie Schulterzuck. Ich glaube, die erste Collaboration, wo ich wirklich gar nichts von weiß. Mit Ausnahme, dass ich den Namen schon mal gehört habe, der Idolmaster. Aber wie dem auch sei. Diverse neue Skins sind für die ganzen Schiffe aufgeschlagen. Wichtig, wichtig. Diverse natürlich wieder Sachen, die wir im Shop wieder abstauben gehen können, wenn wir es denn wollen. Es gibt auch wieder Gear-Skins, die wir in Boxen mitnehmen gehen können. Und ja, auch hier wieder Möbelstücke. Gut, gut. Und natürlich, wer was vertont hat und wer bei welchem Skin was vertont hat. Und ich glaube, das ist fast alles. Nein, nicht ganz. Kazumi hat tatsächlich einen Retrofit erhalten. Meine Fresse, möchte ich mal gerade sagen. Sehr schön, sehr schön. Justagram ist wieder aufgeschlagen auch. Wir kriegen ein bisschen Fireworks, glaube ich, als Möbelstück, wenn ich... Ja, genau. Und lass mich kurz gucken bei System Optimizations. Ist da irgendwas Wichtiges bei? Oh, es wurde was gepatcht. Gerade die Meowfisters haben manche Talente haben nicht funktioniert. Beim Challenge-Mode. Gut zu wissen. The Fate Research wurde optimisiert. Leider steht da nicht bei, inwiefern. Wir haben Comics ins Spiel erhalten. Und ansonsten... Hier habe ich tatsächlich mal ein bisschen länger lesen müssen. Irgendwas von wegen, dass wir so einen speziellen Gegenstand, diese Unity-Tiara müssen wir haben, damit wir irgendwas mit diesen Idolmaster-Schiffen anfangen gehen können. Und hier drunter steht auch, dass man eben Promise Ring, also die Eheringe, umwandeln kann eben gegen diese Unity-Tiaras. Und das kann man nicht umkehren. Gut zu wissen. Ja gut, für Fans der Idolmaster ist das vielleicht sehr wichtig. Und ich sage mal ein bisschen wie... Ich glaube, ich habe die Ringe noch für was anderes vor, glaube ich. Aber hey, vielleicht finde ich ja doch ein Schiff, wo ich sage nach, oder ein Idolmaster-Charakter, wo ich sage, meine Fresse, der Beste sagt geschnitten Brot. Aber wisst ihr was? Da müssen wir uns danach ansehen im Wiki. So kann ich das noch nicht wirklich sagen. Achso, man kann die nicht umbenennen. Ja, die Schiffe, die Collab-Schiffe kann man nicht umbenennen. Wie hätte es noch anders sein können? Endlich sind wir aus der fiesen Musik raus, hin zu Dingen, die wir schon mal gehört haben. Hier oben drüber sehen wir schon mal hier, was es nämlich gibt, nämlich Azure Anthem ist tatsächlich das Event, was gerade stattfindet, also dieses Idolmaster-Event gerade, wo wir diverses abstauben gehen können. Sei es nun irgendwelche Boxen, wie es eben schon mal hieß, wir können sie auch noch bauen, wir können spezielle Outfits uns organisieren und so weiter und so fort. Wir sehen es gleich in einer gewissen anderen Übersicht nochmal ein bisschen anders. Aber ansonsten, wir sollen Punkte sammeln, damit wir hier sie auch freischalten gehen können. Wichtig! Ab 10.000 Punkte können wir sie unser eigen nennen, beziehungsweise haben wir sie im Dock rumschleichen. Vielleicht mal ganz kurzer Zusammenhang gerade, warum ich noch nicht viele Punkte habe. Ich habe tatsächlich übers Wochenende versucht, meine Festplatten zu sichern von meinem Rechner, weil es gab da ein paar Probleme, sage ich mal. Und deswegen habe ich auch gerade ein ganz anderes Programm im Hintergrund am Laufen, nämlich, weil das ist ein ganz anderes. Aber jetzt habe ich nicht mehr normales BlueStacks, sondern BlueStacks 5 mal ausprobiert. Mal gucken, wie danach läuft, weil ich will ja durchaus noch einen Kampf danach zeigen. Ich bin da sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, wie es aussehen wird, aber wie dem auch gerade sei. Hier unten drunter sehen wir übrigens auch das, was ich noch erwähnen wollte, weil hier an beiden Sachen kann ich mir schenken. Weil das ist jetzt wirklich neu gekommen im letzten Update. Die beiden Punkte hier. Angel or Devil in White ist ein Skin für sie hier, für Vampire. Und Sea Star on the Shore. Da können wir einen Skin für, aber für sie eben Skin abstauben. Und die Events dauern, wie hier drunter steht, entweder 10 Tage oder eben 7 Tage mindestens, um sie fertig zu kriegen. Und das war wirklich, was letztes Mal gekommen ist. Deswegen können wir direkt weitergehen. Und warum haben wir dieses jetzt hier neu bekommen? Wir können quasi bei diesem Raid-Kampf scheinbar noch mitkämpfen, weil ich kann wirklich hier sogar noch draufklicken und
scheinbar starten. Mache ich jetzt aber nicht, weil ich brauche das Öl tatsächlich für andere Geschichten. Aber wie dem auch sei, denkt daran, dass ihr noch die ganzen Sachen mitnimmt, auch die ganzen Belohnungen, die ihr freigeschalten habt. Ich habe es mir immer geschenkt. Ich habe zwar immer die Sachen hier oben freigeschalten, aber habe mir gedacht so, nee, muss nicht sein, weil ich wollte Öl sparen, weil ich dachte, das nächste Event kommt ja bestimmt, was wir jetzt ja gekriegt haben. Ja, und das wäre eben die Concert Venue. Oh Gott, hoffentlich muss ich nach dem Ton nicht hier ausschalten. Aber wie dem auch gerade sei, wir können einerseits hier so ein Meet and Greet starten, wo schlicht und ergreifend wir irgendwelchen Küken was andrehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Sache ist schrecklich einfach und ich wusste nicht wirklich drauf, ich klicke drauf. Mehr oder weniger müssen wir einfach jeden Tag hier gewisse Sachen erledigen. Das heißt, wir fordern quasi jemanden heraus, sagen Start. Und müssen einfach nur schnell genug hier die Sachen, die hier gefordert werden, schnell erfüllen, damit die quasi zufrieden sind und wir Punkte kriegen. Und das ist die Sache eigentlich schon gewesen. Mehr oder weniger müssen wir eigentlich nur das tun, halbwegs schnell. Und dann kriegen wir eben Punkte. Und wenn wir es ein paar Mal so auch verkacken, geht das hier oben weg und wir haben verschissen. Und davon kriegen wir eben am Ende ein speziell Limited Gear, können wir ja abstauben gehen, wenn wir das immer jeden Tag tun. Ausgezeichnet, würde ich mal gerade sagen. So, ansonsten haben wir noch Trophies. Wichtige Sache, weil hier können wir auch Sachen freischalten. Weil, wenn ihr so am Spielen seid, schaltet ihr tatsächlich hier Dinge frei. Zum Beispiel hier müsste ich SP3 noch mit 3 Sternen haben. Dann würde ich auch hier das Ausfüllen gehen können. Und das gibt es eben für jeden der Charaktere. Und das Gute ist, es steht mehr oder weniger immer dran, was wir dafür machen müssen. Und dafür gibt es eben ein spezielles Möbelstück, was wir nach dem Dorm packen gehen können. Mehr oder weniger ist das schon gewesen. Oh mein Gott. Gut, dass ich die Musik leise habe. Aber ich glaube, die ist nicht leise genug. Ha! Übrigens, wir kämpfen auch natürlich wieder eine spezielle Eventkarte von in dem Falle SP1 bis SP4 und sind dann fertig. Es gibt nicht mal einen Hard-Modus hierfür. Wie bei vielen, muss man sagen, bei diesen Collaborations. Und gut, wir haben keinen Gesang im Hintergrund. Nicht, dass ich jetzt Gesang oder generell Idols schlecht finde. Ich meine, wir reden von jemandem, der sehr viel Hololive guckt. Aber davon mal völlig abgesehen. Wichtig ist hierbei einfach nur die Sache durchziehen, am besten über 3 Sterne haben, damit ihr die ganze Belohnung abstauben gehen könnt. Vielleicht zwischendurch gucken, ob es vielleicht irgendwas neben irgendwelchen Kisten, wo vielleicht Skins für Schüsse und so weiter drin sein könnten. Aber ist vielleicht Equip für euch in irgendeiner Form dabei? Das wäre vielleicht eine Option, hier ein bisschen zuzuschlagen, falls ihr diese Waffen noch nicht haben solltet. In größerer Menge, sag ich jetzt mal. Und wenn ihr das alles getan habt, geht's direkt noch weiter in diesem speziellen Kampfmodus, nämlich den der VSP Encore. Ja, Zugabe wird's, glaube ich, heißen. Vielleicht. Oh, die Musik geht gerade weg. Cool. Geh mal gerade hinein. Ich habe hier was vorbereitet. Ich weiß nicht, ob es klappt, weil das ist das erste Mal, dass ich überhaupt hier reinkommen bin, weil ich habe heute erst wieder geschafft, mehr zu spielen. Und ich glaube, wir müssen doch mehr kämpfen. Ups. Ups. Okay, lass mich nur kurz was erledigen, weil ich kämpfe nicht mit einer Flotte gegen wahrscheinlich eine ganze Menge. Wenn ich gerade hier so mich am Durchkämpfen übrigens gerade bin, vielleicht noch kurz der Hinweis. Hier unten gibt es eine neue Mechanik übrigens, die wir in der Vergangenheit schon mal kennengelernt haben. Mehr oder weniger sieht es so aus, dass wir, wenn wir 4 Kämpfe erledigt haben, sind wir in diesem Ice-on-Me-Bereich oder im S-Bereich eben. Und dann wird gewürfelt und dann kriegen wir einen von 3 Buffs. Entweder wir heilen uns am Anfang des Kampfes immer um 2% oder maximal Lebenspunkte. Oder wir machen mehr Schaden. Oder die Gegner machen weniger Schaden. Eins von den 3 Sachen wird passieren. Gut. Und das Gute ist, meine deutsche Flotte hat richtig gut aufgeräumt. Hier oben schon mal alles weggeräumt eben. Und ich hoffe mal, dass wenn hier der Typ tot ist, sollten wir nur noch 2 haben. Da konnte man es vielleicht kurz sehen. Ja, wir haben Lebenspunkte, 2% oder maximal Lebenspunkte. Das ist natürlich sehr toll, weil gerade hier gerade meine schweren Kreuze hier am Start sind, die natürlich alles wegknallen. Und das ist schon sehr angenehm plötzlich. Wahrlich. Und ich glaube, ihr seid alle im Arsch jetzt. Weil jetzt kommt ein riesengroßer. Ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. Aha, es kommt doch nicht noch mehr Gegner. Wir haben direkt den Boss ausgezeichnet. Dann tun wir unsere die ganze Zeit sich zurücklehnende japanische Flotte mal nach vorne. Und wir schicken vielleicht noch schnell unser U-Boot ein bisschen näher ran, weil die sollen mitschießen, wenn es sein muss. Ich glaube nicht, dass es zu schwierig wird, aber ich riskiere gar nichts. Und wir haben auch eine interessante Belohnung. Ah, wir können seltenes Schiff abstauben, was wir gleich auch eh noch kennenlernen werden, welches es genau ist. Und wir kriegen vor allem viele von diesen Punkten und natürlich noch Kisten hier gerade für Skins. Aber gib mal hinein. Gut, die Heilung brauchte ich jetzt gerade nicht wirklich, aber ich nehme sie trotzdem. Ich bin, wir haben ja noch nicht wirklich gekämpft hier, aber was soll's. So,
Leute, ich tue jetzt erstmal ein bisschen mich zurückhalten. Ich tue mir ein bisschen zurückhalten und baller hier die Gegner, schaffe mal ein bisschen so noch kaputt. Oh, wow. Oh, jetzt kriegen wir natürlich was. Oh, der Schuss kam von selber, da musste ich gar nichts für tun. Ausgezeichnet. Aber ich glaube, wir tun mal ein bisschen was hier auf Vordermann gleich bringen. Obwohl, komm, Schlachtschiff, geht down. Ja, auch du fliehst. Mich wundert nur, das sind angeblich die Hologramme von denen. Warum müssen die fliegen, wenn es Hologramme sind? Da oben. Das sind nämlich beides Hologramme und die müssen fliegen? Fragezeichen? Egal. Feuer frei. Torpedos, go. Und nochmal Feuer frei. Ihr seid alle Toast. Okay, noch nicht, aber ziemlich. Oh, ich habe die U-Boote vergessen. Hol mal die deutschen U-Boote noch schnell dabei, damit ich auch noch was tun kann für ihr Geld. Ja, eins ist schon down. Und ist alle down. Läuft. Fast zu einfach. Nee, ist zu einfach. Wir kriegen aber 800 Punkte hierfür. Dafür macht was am Abend auf jeden Fall. Oh, den extra Showstopper. Stopper natürlich. Danke, das reicht. Aber hier, das soll man auf jeden Fall noch einmal mitnehmen. Das andere ist mehr nur für Punkte kriegen, wenn man angeben will. Mehr oder weniger. Und der Rest ist das, was eigentlich hier noch anliegt. Das heißt, man hier muss noch hier die drei Sterne jeweils machen. Und dann bin ich quasi schon mehr oder weniger golden. Allerdings. Neben dem Rumgeschieße und Rumgegimpe können wir natürlich noch die ganzen Punkte ausgeben, die wir so sammeln. Das wäre eben der Shop, wo wir eben gegen 8000 Punkte, uns sie eben einmal organisieren gehen können, beziehungsweise insgesamt sogar 5 Mal, wenn wir es denn eben mögen. Allerdings kann sie gebaut werden, unser Drop, glaube ich, sogar auf der Karte jeweils. Deswegen sage ich ein bisschen wie, okay, damit warte ich schon ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ganz ehrlich gesagt. Ich werde wahrscheinlich danach mich wieder an die Katzenboxen hier dranhängen oder hier diese Blaupausen hier unten. Oder ich glaube, den Rest hier unten weniger. Aber hey, jedem das Seine. Und jetzt fehlt natürlich nur eine wichtige Sache. Taugen die neuen Schiffe überhaupt irgendetwas? Manchmal sind ja ziemlich böse die Schiffe, die ja kommen. Und manchmal sind die ein bisschen wie, okay, ich sammle sie, aber das war's. Und damit bin ich rübergesprungen, eben ins Wiki, nämlich zu Azur Anthem. Ja, alles, was Nennenswertes bei dem Event zu erfahren gibt, steht tatsächlich auf dieser großartigen Wiki-Seite. Ich will natürlich wie immer auch unter dem Video verlinkt habe. Und direkt, wir gehen ein bisschen runter und da sehen wir schon die jungen Damen, die eben tatsächlich die abstauben gehen können. Und zwischenzeitlich war ich verwirrt, dass die beide genau gleich aussehen. Liegt vielleicht daran, weil vielleicht verwandt sind miteinander. Wahrscheinlich sind es Zwillinge. Und bevor ich jetzt irgendwelche Skins hier unten eingehe, auf die ich jetzt nicht eingehen werde, gucken wir uns am besten mal die jungen Damen hintereinander an, beziehungsweise vielleicht noch kurz der Hinweis, wobei ihr habt es ja eben schon gesehen, aber trotzdem. Denn ich meine dieses hier. Hier haben wir die Übersicht nochmal, wo quasi, welcher Mission wir welche Punkte abstauben gehen können. Das heißt, mit NSP4 farmen ist eine Idee für 180 Punkte oder einmal am Tag für 800 Punkte dieses VSP. Wunderbar, und wie es hier aussieht, SP4, also auch die spezielle Mission, der Bosskampf vor allem nur, da droppt eben auch sie hier. Und sie hier ist niemand geringer als. Nämlich sie hier, Azusa Miura. Heavy Cruiser, wie sie aussieht, mit einer 0,5% Chance. So können wir sie bauen? Sie kommt aus dem Shop oder sie droppt eben, wie eben gerade zu sehen, auf der Karte. Und die ganzen anderen werden gebaut oder kriegt man durchs Punktesammeln. Ausgezeichnet, möchte ich mal gerade sagen. Am besten, wir gehen kurz auf sie ein. Nicht für den Namen, die Namen sind schlimm genug, wenn ich es einmal vorlese. Aber ja, die hier werden meistens gebaut mit einer 2% Chance. Und die letzten beiden hier, das sieht aus wie U-Boote, werden jeweils mit einer 2,5% Chance ebenfalls gebaut. Und sie kriegt man für 10.000 Punkte sammeln. Okay. Und am besten gleich mal auf die Details eingehen. Die gute Azusa Miura, Heavy Cruiser von der Idolmaster Fraktion, ausgezeichnet. Ja, okay. Lebenspunkte, als Heavy Cruiser könnte man mehr haben wollen. Ausweichchance ist aber auch noch okay, sage ich mal, auf Level 120. Und ansonsten, skillstechnisch, 3 Skills, das ist übersichtlich. Als erstes hat man Feigned Innocence. Jedes Mal, wenn dieses Schiff schießt, haben wir bis zu 30% Chance, dass dieses Schiff folgenden Buff erhält. Nämlich 50% mehr Schaden fürs Hauptgeschütz. Und Flugabwehr wird bis zu 15% besser für die nächsten 5 Sekunden. Und dieser Effekt kann auch alle 5 Sekunden nur auftreten. Okay, ist trotzdem nicht unbedingt schlecht, ne? Weil 50% mehr Schaden, ganz okay.
Der Zugriffsgewehre Healing Augury. Solange das Schiff am Leben ist, wird der Schaden gegen die Hauptflotte bis zu 5% reduziert. Okay. Und am Anfang des Kampfes tut sie sich scheinbar selber die Zukunft lesen, Fragezeichen. Ja, sie kriegt quasi einen der folgenden Effekte, nämlich das erste wäre, sie kriegt bis zu 12% mehr Ausweichen. Das ist schon nicht verkehrt. Oder das Schiff hat eine Treffergenauigkeit erhöht von 12%. Nee. Die Feuerkraft des Schiffes geht bis zu 12% drauf. Oder das Schiff heilt sich um bis zu 15%. Das Problem ist, man kann es nicht aussuchen sich. Aber ansonsten, das sind schon interessante Sachen bei, alles in allem gesehen. Wobei, mal im Ernst, sofern man nicht gerade gegen Schiffe kämpft, die wahnsinnig gut ausweichen, ist die Treffergenauigkeit ein bisschen uninteressant. Aber der Rest? Ja. Ich sag mal ja. Und der letzte Skill wäre Directionally Challenged. Moment, das ist aber nicht gut. Alle 20 Sekunden nach Beginn des Kampfes feuert dieses Schiff eine Special Barrage ab. Der Schaden richtet sich nach der Skillstufe. Und wenn eben die Vanguard, also die Flotte vorne, nur noch aus diesem Schiff hier bestehen sollte, würde sie nach der Barrage sofort stehen bleiben, wo sie gerade sich auffällt, für die nächsten 2 Sekunden, weil die Geschwindigkeit auf 0 geht. Oh, okay. Also solltest du vielleicht besser ganz vorne stehen, als du als erstes hops gehst, wenn es unbedingt sein muss, sag ich mal. Weil wenn sie das letzte Schiff ist, wäre das echt ein Problem. Weil danach ist es auf jeden Fall sehr schnell hops geht, wenn die Geschwindigkeit plötzlich auf 0 geht zwischendurch. Vor allem, wenn man großen Schüssen ausweichen will. Weiter geht's mit Chihaya Kisaragi. Eine Masterfraktion. Ja, Flugzeugträger. Ja, coole Optik, alles in allem gesehen. Lebenspunkte sieht gut aus. Flugzeugangriffswert sieht gar nicht mal schlecht aus. Halbwegs ausweichen. Ich meine, geht es zu manchen anderen Schiffen. Ja, sieht okay aus. Aber was kann sein? Erstes Skill wäre Cerulean Song oder so ähnlich. Wenn dieses Schiff einen Airstrike ausführt, haben wir bis zu 80% Chance, alle weiteren Versuche haben automatisch 100% Chance, eben einen weiteren Special Airstrike auszuführen. Der Schaden richtet sich nach der Skillstufe und zu Beginn des Kampfes sollte sich noch ein anderes Idolmaster Collab-Ship in der Flotte befinden, ist die Chance von vornherein immer 100%. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich total großer Fan davon bin, immer die gleichen Schiffe von einer gewissen Art zusammenzupacken? Und wie es aussieht, wollen die das hier auch ganz gerne so haben. Der Zubuskill wäre The Fruits of Labor. Wenn dieses Schiff Gegner versenkt, wird die Angriffskraft der Flieger als auch die Nachladegeschwindigkeit um bis zu 5% verbessert. Bis zum Ende des Kampfes. Und das kann bis zu 3-mal stacken. Sollte sich dieses Schiff aber mit einem anderen Idolmaster Collaboration Schiff in derselben Flotte befinden, kriegst du sofort 3 Stacks von dem Buff. Ja, sag ich nur. Ja. Und der letzte Skill wäre Alongside the Ocean's Wings. Die Ladezeit von dem ersten Airstrike wird bis zu 30% reduziert. Und der Schaden gegen Idolmaster Collab-Schiffe würde bis zu 10% reduziert. Wow, das ist ziemlich gut. Das ist wirklich ziemlich gut. 10% einfach mal von allen Collab-Schiffen weniger Schaden kriegen. Ja, das ist ziemlich nice, ziemlich nice. Wie wir das gleich mal auf die Liste schreiben. Yep, muss ich unbedingt haben. Wenn ich die anderen schon aufstellen will. Dann kommen wir zum leichten Kreuzer von Idolmasters, nämlich Haruka Amami. Okay. Oh, weia. Wie ein Charakter, der mit Sternen um sich schmeißt? Ich hoffe nicht. Davon haben wir einen und er reicht mir völlig. Wie dem auch gerade sei, wir haben eine Auswahlchance immerhin. Was heißt eine Chance? Aber 96er Wert ist ganz okay. Nicht super, aber ganz okay. Lebenspunkte 4000, sehe ich auch ganz noch fein. Glück sieht gut aus. Jo, alles in allem. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Zu den Skills. Der erste Skill wäre Cutesy Clumsy? Fragezeichen. In jeder Sekunde des Kampfes hat dieses Schiff eine 10% Chance, sich selber 43 Schaden selbst zuzufügen. Und sollte das passiert sein, nach 3 Sekunden heilt sich dieses Schiff als auch das Schiff mit den niedrigsten prozentuellen Lebenspunkten um bis zu 5%. Oh. Aber das kann allerdings auch nur 2-mal im Kampf auftauchen. Moment. Kann die Heilung nur auftauchen? Alle, nur 2-mal im Kampf oder alles. Weil es wäre doof, wenn wir eine 10% Chance haben, dass das Schiff sich ständig selber killt. Da ich es noch nicht hab, glaube ich zumindest. Ich meine mich nicht. Das muss auf jeden Fall getestet werden, weil wäre ja schlecht, wenn das Schiff sich ständig selber beschädigt. Also zumindest hat eine Chance, sich selber ständig zu beschädigen. Aber die Heilung ansonsten wäre schön. Die Heilung wäre schön. Der Zugriffsgewehre in Idols Ambitions.
Wenn dieses Schiff die dritte bzw. auf der höchsten Stufe die zweite Torpedosalve abgefeuert hat, wird der Schaden gegen alle Gegner um bis zu 15% erhöht für die nächsten 5 Sekunden. Scheinbar nicht nur die getroffen werden, sondern schon mal alle, die gerade da sind. Und sollte der Effekt nur stattgefunden haben und das Schiff nochmal Torpedos abfeuern, wird der Schaden gegen dieses Schiff hier um bis zu 8% reduziert. Und der Effekt hält bis zum Ende des Kampfes und kann sogar zweimal stacken. Wow, wait mal ganz kurz. Moment mal gerade. Davon abgesehen, dass ihr oben selber Schaden machen könnt, aber Moment. Das ist 60% weniger Schaden. Mit dem anderen Schiff zusammen wäre das ja schon dann, wenn das zusammen stackt, wie ich es mir gerade vorstelle, wäre 26% weniger Schaden. Das wäre natürlich ziemlich cool für ein Tankschiff. Alles in allem gesehen. Nur diese selber beschädigen wäre scheiße. Aber der Rest ist cool. Und dann haben wir noch den Positivity Burst. Alle 15 Sekunden feuern wir eine Special Barrage ab und der Schaden richtet sich auf der Skillstufe. Wow, er wird nicht mal gewürfelt. Das passiert auf jeden Fall alle 15 Sekunden. Okay. Weiter geht's mit dem Battleship namens Eori Minase oder so ähnlich. Lass es mal gerade so stehen. Aber ja, Gut, die Herzen werden die Leute nicht irritieren großartig, wenn erstmal die Kanonen gefeuert haben. Ansonsten Lebenspunkte, sieht gut aus. Feuerkraft, sieht gut aus. Ausweichen, braucht man nicht. Nee, ist ganz okay. Ist alles zusammengesehen. Eigentlich ist eigentlich ganz okay. Nichts zu dramatisch, irgendwie schlechtes oder zu gutes in irgendeiner Form, was ich gerade sehe. Wow, nur zwei Skills. Aiori Strike in dem Falle. Der Schaden gegen schwer gepanzerte Ziele wird bis zu 15% erhöht und wenn die Main Gun feuert, haben wir bis zu 100% Chance, eine Special Barrage rauszuhauen. Schaden richtet sich nach der Skillstufe. Bin ich schon mal fast ein Fan von, so wie es hier gerade steht. Sie ist also ein anderes Schlachtschiff, slash alles, was mit Schwerrüstung hantiert, Killer. Also, allein schon 15% mehr Schaden, das ist schon ziemlich gut. Das ist schon nice. Vor allem, wenn man da noch an die Armor-Piercing-Kanonen noch ausrüstet. Oh, wait a second. Ja, aber das ist schon mal, sie ist auf jeden Fall dann ein Armor-Hunter, möchte ich beinahe sagen. Und der zweite Skill wäre Aiori Defense. Am Anfang des Kampfes, es wird ein zufälliges Schiff aus der Flotte ausgesucht und der Schaden gegen dieses Schiff wird bis zu 10% reduziert für die nächsten 3 Sekunden. Das wäre ziemlich doof, wenn es eines von den hinteren Schiffen ist, wenn da kein Schaden entkommt. Aber ansonsten, sollte der Effekt ausgelaufen sein, wird dieses Schiff auch noch um 1% bzw. auf maximale Stufe um 10% der Lebenspunkte geheilt. Das wiederum ist ziemlich cool. Das heißt, man so heilt quasi zufällig ein Schiff um 10% die Lebenspunkte. Und die Schadensreduktion nimmt man einfach mal noch billig in den Kauf. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Natürlich wäre es sehr cool, wenn das automatisch das Vanguard-Schiff treffen würde. Dann hätten ein gewisses anderes Schiff womöglich die Chance, auf 36% weniger Schaden zu kommen. Aber, ja, das ist halt in dem Fall leider nur zufällig. Mensch, U-Boot im Doppelpack. Okay, fangen wir mit dem ersten Mal an, nämlich Ami Futami. U-Boot. Teilmaster-Fraktion. Es hat eine Gitarre dabei, wie es aussieht. Okay. Es sieht insgesamt nicht schlecht aus, muss man mal gerade sagen. Und von den Werten her, mal ganz im Ernst, U-Boote sollten nicht beschossen werden. Der Torpedo-Angriffswert ist wichtig. Über 500 sieht nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus. Und nur zwei Skills. Mal gucken, was bei rumkommt. Der erste Skill wäre nämlich Prankster's Cheer Army. Wenn dieses Schiff in Kampf kommt, wird die Geschwindigkeit von einem deiner Vanguard-Schiffe um 1 reduziert für eine Sekunde, aber dafür wird das Schiff aber auch danach geheilt um 100 Lebenspunkte und die Ausweichchance geht um bis zu 8% rauf für die nächsten 20 Sekunden. Dafür, dass es ein Prank ist, das mit dem kurz langsam werden, der Buff ist ziemlich schön. Alles in allem gesehen. Und jetzt muss es Gewehre Double Trouble Army. Okay. Am Anfang des Kampfes feuert eine Special Barrage ab, Schaden richtet sich aus der Skillstufe. Übersichtlich, möchte ich sagen. Weiter geht's mit dem Schwesterschiff, eindeutigerweise würde ich sagen, nämlich Mami Futami. Okay, U-Boot. Moment, ist das nicht auch eine Gitarre oder ist das ein Bass? Oder war das eben Bass und das hier eine normale Gitarre? Wie dem auch gerade sei. Aber auf jeden Fall sieht es quasi mehr oder weniger noch raus, Schaden. Ich glaube, wir reden hier von einem Copy-Paste-Schiff. Das ist wahrscheinlich exakt wie ihr Schwesterschiff. Der Angriffswert ist der wichtige Wert. Gut, weiter geht's. Oh, natürlich. Prankster Cheer Mami. Ist fast der gleiche Skill. Sollte dieses Schiff nämlich in Kampf kommen, wird die Geschwindigkeit von einem zufälligen Schiff um 1 reduziert für eine Sekunde und das Schiff wird um 100 Lebenspunkte geheilt. Soweit, so gut. Aber auch die Treffergenauigkeit wird um bis zu 8% erhöht für die nächsten 20 Sekunden. Ja, wie gesagt, das Problem ist, Akurens, die einfach so buffen, random Schiffe, das kann manchmal auch ziemlich witzlos sein. Aber, mein Gott, gibt's Schlimmeres.
Oh mein Gott, ich sehe gerade das Schlimmste. Wir reden hier die Main Fleet. Es wird nur die Main Fleet davon betroffen. Was bei ihren anderen eben auch so? Ne, das eben war tatsächlich nur bezogen auf die Vanguard-Flotte, die da was an Bonus aber ausweichen kriegt. Wäre sonst ein bisschen komisch. Aber okay, das kann nur die Main Fleet treffen. Okay, wenn es ein Battleship trifft, wäre es tatsächlich wieder interessanter. Na, ganz ehrlich gesagt, da wäre es wieder interessanter. Ansonsten haben wir noch Double Trouble. Mami. Am Anfang des Kampfes feuert seine Special Barrage ab und der Schaden richtet sich nach der Skillstufe. Ja, da ist es ziemlich genau das gleiche, mit Ausnahme des Namens. Okay, weiter geht's. Und zu guter Letzt, das Munitionsschiff Ritsuko. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, Akizuki oder Atsuki. Ist ja auch ganz egal, aber auf jeden Fall sie kriegen wir ja gegen die Punkte. Gut, gut. Sehr spezielle Optik, möchte ich mal gerade sagen. Wie gesagt, ich habe leider kaum Munitionsschiff bis jetzt eingesetzt, deswegen kann ich überhaupt nichts zu deren Sinn oder Unsinnigkeit erzählen in irgendeiner Form. Aber mal gucken, was sie kann. Der Skill wäre Fleet Course Management. 5 Sekunden nach Beginn des Kampfes und danach alle 20 Sekunden feuert dieses Schiff eine Special Barrage ab. Der Schaden richtet sich nach der Skillstufe und alle Gegner, die getroffen werden, kriegen bis zu 15% mehr Schaden von allen Islemaster Collab Schiffen. Für die nächsten 5 Sekunden. Okay, sag ich mal, das ist an sich nicht wirklich schlecht. Zu Beginn des Kampfes sollten nicht mehr als 3 Idlemaster Kollaps-Schiffe in der gleichen Flotte sein, wird die Feuerkraft um 100% erhöht und die Special Barrage wird auch noch verbessert. Interessant. Okay, dann müsst ihr nachher erstmal gucken, wie gut diese ganze Geschichte aussieht, weil das wäre... Naja, ne? Wobei, der Bonusschaden wird eh nur für Idlemaster-Schiffe ausgenutzt, deswegen, ne? Naja, egal. Euer Zuskill wäre Logistics Buddy. Wenn dieses Schiff Cargo equipped hat, wird die Brandzeit von diesem Schiff um 3 Sekunden reduziert und der Schaden, der Brandschaden gegen das Flaggschiff wird um bis zu 15% reduziert. Okay. Aber am Nachteil dafür ist auch, das Schiff verliert 3 Geschwindigkeit. Ja, ich meine, manches Cargo hat natürlich sehr interessante Spezial-Buffs, sei jetzt mal, aber ansonsten Schulterzuck, sage ich nur dazu. Die 3 Geschwindigkeit sind aber auch nicht ganz so großen Nachteil. Kommt doch drauf an. Wie viel Geschwindigkeit hat sie nochmal? Gerade geguckt, es sind nur leider 25. Das ist nicht wahnsinnig schnell. Wobei, naja, muss man ausprobieren. So, was haben wir für ein Fazit hier am Laufen? Ein sehr durchwachsenes, hätte ich fast gesagt. Hier sind auf jeden Fall sehr viele Sachen, wo man sieht, ja, die Schiffe gehören tatsächlich zusammen, dass man sie auch benutzt tatsächlich. Problem ist, wir kriegen keine richtige Flotte voll. Wahrlich. Also ich meine, so eine richtige Sechserflotte kriegen wir nicht zustande hier, weil wir reden von 2 U-Booten, die ihre eigene Flotte bilden würden. Und dann passt nur sie hier mit bei und dann haben wir effektiv nur 5 Schiffe, die zusammenpassen. Und da kann man natürlich noch so ein vielleicht noch sehr fähiges Sechserschiff beischmeißen. Hoffentlich kriegen wir nur einen Equipment-Gegenstand, wo wir auch ein anderes Schiff mit zu den Collab-Schiffen zählen lassen können. Weil damit hätten wir quasi gewonnen. Da kommen wir hier ziemlich viel Blödsinn mit anstellen. Aber ansonsten, ja... Ich glaube, man muss schon sehr viele von den Collab-Schiffen haben, damit die Sache wirklich rund wird. Im Ansatz, würde ich jetzt trocken behaupten. Es gibt andere Flotten im Spiel, die wir haben, die sind deutlich schlagkräftiger und... Ja. Und hier, die haben sehr interessante trotzdem Fähigkeiten. Alles in allem gesehen. So, und das Letzte, was wir uns heute ansehen werden, sind die Skins. Es sind, glaube ich, nicht ganz so schrecklich viele, wobei ich gucke gerade hier unten hin, es sind doch vielleicht ein paar mehr, alles in allem gesehen. Aber ja, gut, von ihr hätten wir auf jeden Fall schon mal einen Skin. Wir könnten ein paar ausleihen uns, aber keiner von den Skins ist L2D, deswegen habe ich mir gesagt, schenken wir uns die Ausleiherei. Sie könnten wir uns theoretisch auch ausleihen, ja, genauso wie sie eben. Und ja... Also sollte bei ihm so ein Fest dabei wären, wo wirklich mit Feuerwerk am Ende, wie man es aus diversen Animes kennt, wahrscheinlich ist es genau das. Wobei mich wundert nur eine Kleinigkeit hier gerade. Kann das sein, dass wir... Wollt mal ganz kurz. Irgendwas stimmt doch hier gerade nicht. Aber das sind jetzt die Schiffe, die wir uns eben gerade alle angesehen haben. Wer seid dann ihr? Ah, das sind Z2 und so weiter. Hätte ich jetzt im ersten Moment nicht gedacht... Aber da will auch neue Skins für die. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Aber die sind scheinbar auf dem Fest aber mit am Rumhantieren. Meine ich mich zu erinnern? Kann das sein, dass wir auch Möbel dafür freischalten können? Für theoretisch so ein Event hier? So Stände und mit Feuerwerk und sowas? Ich meine ja. Aber da war es eigentlich schon fast gewesen. Oder sind hier die anderen 9? Nope. Die sind älter. Gut, das heißt, für die nächsten 9 Tage, also noch bis zum, glaube ich, habe ich eben auch nochmal gesehen, Sven dauert ja noch bis zum 4. August, deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit mit, aber okay.
Also weiter Schiffe bauen und womöglich alle zusammenkriegen, damit man ein bisschen was mit denen reisen kann. Ich glaube, wenn man nur eins von denen kriegen würde, dann wäre das alles ein bisschen wie meh, würde ich mal trocken sagen. So, und das wäre es auch für mich gewesen. Danke fürs Überraschen zuhören. Das war's von Mirka 3. Und ja, soviel zum Thema erstmal diesem neuen Event. The Idolmaster Collab, möchte ich mal gerade sagen. Wie wir es auch ein paar Mal hier noch sehen. Wie gesagt, noch bis zum 4. August haben wir Zeit. Und ich wünsche allen viel Erfolg, dass ihr eben... Moment, das ist ein Büro, oder nicht? Moment mal ganz kurz. Sind die neuen Möbel wirklich nur ein Büro? Es sieht wirklich danach aus. Schlimm. Ich hatte gedacht... Genau, da saß es nämlich. Ich habe jetzt, wie gesagt, angenommen, dass hier was zum Spielen wirklich dabei gewesen wäre. Hier so ein Stände. Wobei, ich glaube, die hat man vorher mal gehabt, jemand zwischendurch. Ich meine schon. Wie dem auch gerade sei, wünsche allen, wie gesagt, viel Erfolg, jetzt diese ganzen Schiffe euch mitzunehmen, weil denkt mal dran, diese Collaboration-Geschichten kommen normalerweise nicht unbedingt wieder. Deswegen solltet ihr sie diesmal nicht mitnehmen. Sieht schlecht aus. Sagen wir mal ganz trocken so. Wir erinnern uns damals an gewisse andere Collaborations von Hololive. Da ist auch nie wieder was neu gekommen. Genau, also bevor sie noch mehr Worte zum Sonntag verliert, der schon vorbei ist, würde ich mal einfach sagen, bis dahin so erstmal und ciao.